Das hier sind Laurin, Jonna und Navina, drei junge Münchner, die davor stehen, das zu schaffen, woran die milliardenschwere Industrie bisher gescheitert ist. Das erste massentaugliche Auto an den Start bringen, das perfekt sauber ist. Denn es lädt sich auch von selbst auf mit Solarenergie. Wie haben die drei Wunderkinder das geschafft? Sie sind Freunde. Sie sind jung. Und sie wollen die mobile Welt verändern. Weg vom Verbrennungsmotor hin zum ersten Elektroauto, das auch mit Sonnenenergie fährt. Die Energie, die an einem Tag die Erde trifft, reicht für ein ganzes Jahr, den Energiebedarf der Menschheit zu decken. Das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Energie wollen wir nutzen. Deshalb haben die drei ein Start-up gegründet. Von einem kleinen Büro im Münchner Technikzentrum aus wollen sie einen möglichst umweltfreundlichen Fünfsitzer auf den Markt bringen. Ein Elektroauto mit 250 Kilometern Reichweite, das auch dann noch fährt, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Moos als innovativen Feinstaubfilter hat und mit 16.000 Euro für die breite Masse erschwinglich sein soll. Was die Autoindustrie nicht schafft, wollen ausgerechnet drei Freunde entwickeln, die gerade mal Mitte 20 sind. Ob ihnen das gelingt? Jonna und Laurin sind dicke Freunde seit der ersten Klasse. Navina war Laurins Mitbewohnerin. Die Anfangsgeschichte von Sono ist wirklich der Klassiker in der Garage. Das war bei meinen Eltern damals. Es war auch so, also wir hatten direkt nach der Schule angefangen, aber schon während der Schule geplant. Da haben die Noten gelitten. Laurin und Jonna sind eigentlich keine Autofreaks. Aber als Waldorfschüler sind sie geschult im Improvisieren und Arbeiten in der Werkstatt. Nach dem Abi haben sie sich dann einen alten Twingo gekauft. Den wollten sie zu einem Elektroauto umbauen. Schweißen beispielsweise haben wir durch YouTube gelernt. Was wir uns wirklich beibringen konnten, waren so Sachen wie Löten, allgemein ein Fahrzeugaufbau und, und. Und das, muss man wirklich sagen, verdanken wir eigentlich dem Internet und eigentlich so diesem gesamten Wissensschatz, den man da zur Verfügung hat. Drei Jahre lang tüfteln sie herum, leben vom Smoothie-Verkauf auf Festivals. Und dann schaffen sie es tatsächlich, aus dem alten Twingo ein Elektroauto zu bauen. Für sie der Beweis, man muss kein großer Autokonzern sein, um ein E-Auto zu bauen. Aber für ihre große Vision, das erste Elektroauto in Verbindung mit Solarbetrieb in Serie zu produzieren, dafür brauchen sie jetzt natürlich Geld. Nur welcher Investor gibt Abiturienten dafür Geld? Gerade wenn man in so einer frühen Phase letztendlich noch ist, das Investoren wollen ja immer große Sicherheiten haben. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich macht es nur Sinn, das über Crowdfunding zu machen, weil wir dann auch gleichzeitig eine Rückmeldung bekommen, ob überhaupt jemand dieses Auto haben will. Ja. Die drei suchen also Privatleute auf der ganzen Welt, die ihr Projekt finanzieren. Ein großer Meilenstein. Zum ersten Mal stellen sie sich und ihr Projekt der Öffentlichkeit vor. Der reine Solarbetrieb soll mit täglich bis zu 30 Kilometern Reichweite gerade für den Cityverkehr geeignet sein. Über die Steckdose aufgeladen soll der Wagen 250 Kilometer schaffen. Realisierbar ist so ein Auto aber nur, wenn viele Privatleute daran glauben und einen gewissen Beitrag investieren. Und tatsächlich, vor knapp einem Jahr ist ihnen dieser Schritt geglückt. Dass es dann so wirklich durch die Decke geht, ist natürlich ein unglaublich tolles Ding und das beflügelt einen dann auch. Wir hatten ja ein Ziel gesetzt von 150.000 Euro und haben das ja nach kurzer Zeit dann schon überschritten und dann eben jetzt bei Weitem überschritten. Momentan sind es knapp 650.000 Euro, die zusammengekommen sind. Und es hat uns gezeigt, dass viele Menschen da draußen, ähnlich wie wir denken, etwas verändern wollen und dass es einfach sowas unbedingt braucht. Ja. Mit dem Geld konnten die drei Freunde endlich ein Team aufbauen. Denn der nächste Meilenstein steht schon an. Der Bau eines Prototyps. Erst dann wird sich zeigen, ob ihre Vision tatsächlich realisierbar ist. Ingenieure, Elektrotechniker, Managementstrategen, insgesamt knapp 50 Leute arbeiten unter Hochdruck daran. Denn schon in zwei Monaten soll bei einer Live-Präsentation der Prototyp an die Öffentlichkeit. Zeitpläne stehen und die werden auch eingehalten. Klar, es gibt immer Deadlines und dadurch dementsprechend auch viel Arbeit, aber ich glaube, alle im Team haben auch richtig Bock drauf, sagen wir es so.
Und hier soll die Revolution der Automobiltechnik stattfinden. Mitten in der oberpfälzischen Provinz. In einer Manufaktur, die sich spezialisiert hat auf Sportwagen und Prototypen. Das ist er also, der Sion. Das erste Solar-Elektroauto, das einmal in Serienproduktion gehen soll. In seiner Basis unterscheidet er sich nicht von einem normalen Elektroauto. Doch das Besondere sind die Solarzellen. Sie sind durch kratzfestes Polycarbonat geschützt und erzeugen Strom, der alternativ zum Strom aus der Steckdose in die Batterie des Fahrzeugs fließt. Ja, passt. 10 Volt. Das Design der Karosserie ist so ausgerichtet, dass möglichst viele Flächen mit Solarzellen bestückt werden können. Insgesamt kommt eine Fläche von 7,5 Quadratmetern zusammen. Das wäre weltweit einzigartig für ein Serienmodell. Das Besondere an diesen Solarzellen, die bringen auf der gesamten Karosseriefläche eine Gesamtreichweite von bis zu 30 km pro Tag, was jetzt erstmal nicht viel erscheint, aber für den täglichen Nutzen, der bei Deutschland bei 22 km liegt, wäre das schon mehr als gebraucht wird. Dazu kommt, dass sich die Reichweite summiert, wenn das Auto länger in der Sonne steht. Nach 3 Sonnentagen schafft es schon 90 Kilometer. Bei Bewölkung soll es immerhin bis zu 10 Kilometer allein durch Solarbetrieb fahren. Die Batterie lässt sich aber natürlich auch über den Schnellladestecker in einer halben Stunde mit Strom volltanken. Dann schafft der Wagen 250 Kilometer. Die Ausstattung des Sion ist eher basic. Dafür soll er für 16.000 Euro erschwinglich bleiben. Die Batterie, die bis zu 4.000 Euro kostet, ist zwar noch nicht im Preis mit drin, man soll sie alternativ aber auch leasen können. Den relativ günstigen Autopreis schaffen die drei Gründer, indem sie vorwiegend Bauteile verwenden, die es schon für andere Autos gibt. Selbst die Achse beispielsweise ist so eingebaut, dass das Design des Fahrzeugs an die Achse angepasst wird und nicht andersrum. Und es hat einen großen Vorteil in Sachen Kosten, in Sachen Konstruktionszeit. Außerdem verzichten sie auf teuren Schnickschnack. Dieses Moos beispielsweise ist günstig und trotzdem innovativ. Verbaut in den Lüftungsschlitzen bindet es durch eine physikalische Reaktion den Feinstaub aus der Luft. Tests an der Uni Regensburg haben gezeigt, dass es mehr als 20% des Feinstaubs wegfiltert. Solche Feinstaubfilter gibt es nicht einmal in herkömmlichen Autos. Ansonsten ist das Innenraumdesign minimalistisch gehalten. Navina ist Grafikdesignerin und hauptverantwortlich dafür. Das ist das erste Mal, dass ich drin sitze. Hey, boah, das geht wirklich schon. Wo machst du Fernlicht? Zu dir, zu dir. Hey, boah, wie abgefahren ist das? Warum ist das ein Design? Ja. Im Innenraum sind 2 Displays eingebaut. Das eine ist für die Anzeige der Fahrinstrumente wie den Tacho. Auf einem zweiten, größeren Display findet das Infotainment-System statt. Bei uns ist es so, dass wenn der Nutzer ins Auto einsteigt, er sein Handy hier ansteckt und das Handy 1:1 gespiegelt wird ins Infotainment-System. Weil wir gesagt haben, auf dem Handy hast du alles drauf, da hast du deine Google Maps-App, du hast deine Musik und du hast die Sono-App. Dort sieht man auch genau, wie weit man mit dem Sion noch fahren kann. Sowohl mit dem Strom aus der Steckdose, als auch mit der Solarenergie. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Feature. Über die App kann man den Sion ganz einfach an andere vermieten. Also ein integriertes Carsharing-System. Das ist gut für den eigenen Geldbeutel und gleichzeitig gut für die Umwelt. Ganz schön ambitioniert alles. Und in 2 Wochen will das junge Start-up diese Features bei einer Präsentation der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Bis dahin muss auch der Prototyp fertig sein. Ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, wir haben gerade gar keinen Stress. Die Nächte werden immer kürzer, aber was dafür immer größer wird, ist der Team-Spirit bei uns. Es gibt also noch viel zu tun bis zum Vorstellungsevent. 2 Wochen später. Die drei haben einen weiteren Meilenstein geschafft. Der Prototyp ist fertig und fährt. Wir dürfen ihn schon mal kurz im Münchner Olympiastadion testen. Der Sitzkomfort ist einfach, aber unser Team hat genug Platz. Und wie ist es mit dem Fahrkomfort?
Ich würde es gerne mal probieren. Ja? Ja. Ja, dann machen wir mal, oder? Alles klar. Unser autoaffiner Kameraassistent ist gespannt. Es ist Automatik, oder? Es fährt sich wie Automatik. Genau. Okay. Muss auf die Bremse gehen und jetzt Start-Stopp drücken. Von 0 auf 100 geht's in knapp 9 Sekunden. Okay. Das ist geil, ne? Ja, es ist geil. Das ist echt gut. Geil. Boah. Also er beschleunigt schon ziemlich schnell. Der Sion fährt sich gut. Unser Kameraassistent ist zufrieden. Mit 109 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde ist er ein Kompaktwagen für Normalos. Sonderausstattungen wird es nicht geben. Dafür sollen aber Klimaanlage, Sitzheizung und Infotainment-System standardmäßig vorhanden sein. Wir finden, das ist ein innovatives Projekt. Ein Low-Budget-Elektroauto mit völlig neuen Features, wie Solarbetrieb und Feinstaubfilter aus Moos. Aber entscheidend ist, wie das Auto bei den Leuten ankommt. Nur dann kann es auf den Markt kommen. Der große Tag. Endlich wird der Sion der Öffentlichkeit gezeigt. Noch ist völlig offen, ob der Prototyp jemals in die Serienproduktion gehen wird. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, haben wir alle fast gar nicht geschlafen. Potenzielle Investoren und Käufer sind da. Zum ersten Mal können sie den Sion sehen. Die Nervosität, definitiv eine 9 von 10. 3, 2, 1, go! 700 Gäste sind gekommen. Lauren präsentiert alle Alleinstellungsmerkmale des Sion. Er muss jetzt die potenziellen Käufer überzeugen. Denn mit der Präsentation des fertigen Prototyps ist zwar ein großer Meilenstein geschafft, doch der nächste wartet schon. Bis Ende des Jahres müssen mindestens 5000 Autos vorbestellt werden. Nur dann kann der Sion in Serie gehen. Die Resonanz ist groß. Auch die Medien stürzen sich auf Lauren. Das ist erstmal ein großer Erfolg. Und das bei einem Start-up, dessen Gründer gerade mal Mitte 20 sind. Aber haben sie wirklich eine Chance, den Automobilmarkt zu revolutionieren? Die ganze deutsche Autoindustrie, die ist alle blöd. Ja, und hier stellen echt die weltweite Industrie auf den Kopf. Weil ich finde das einfach genial. Ohne Ladestation ist ja eigentlich für jeden praktikabel. Das Gesamtkonzept zu sehen ist einfach der Wahnsinn, dass alles so funktioniert. Das ist ein innovatives Projekt, was es so wahrscheinlich noch nie irgendwo gegeben hat. Und ich habe sofort zwei bestellt. Ich will die unbedingt haben, die zwei. Bis jetzt gibt es immerhin schon 1700 Vorbestellungen. Aber es müssen 5000 sein. Nur dann kommt das Auto auf den Markt. Um diese Hürde zu schaffen, bieten die Gründer gerade Probefahrten in ganz Europa an. Es gibt also nach wie vor viel zu tun. Aber die drei haben eine klare Vision. Die größte Vision ist letztendlich, so viele Verbrennungsmotoren von der Straße zu nehmen wie möglich. Das ist das Ziel. Und es macht verdammt Spaß, das ist wichtig. Wenn es nicht Spaß machen würde, dann wären wir raus. Alles klar? Nein, es macht wirklich Spaß.